Am Samstag beginnt die Sonnensaison und Nintendo hat jetzt schon ein Splatfest angekündigt. Jedenfalls nennt sich das Ganze Summer Nights und mehr Infos gibt's dann demnächst. So, und hier kriegen wir auch nochmal die News, dass die Season fast zu Ende ist. Ja, den Katalog kriege ich nicht mehr ganz aufgefüllt. So viel Splatoon spiele ich dann doch nicht. Aber ist ja schon schlimm. Ich freue mich schon auf die Sommerseason. Die wird richtig nice. Und wir spielen Herrschaft auf dieser Rahmen-Map und diese Straße halt. Ich glaube, die Rahmen-Map ist auch eine Zone. Also das gefällt mir dann doch ganz gut. Ja, ich freue mich auf das Sommer-Update. Wie gesagt, da wurde jetzt dieser Twitter-Post verfasst, dass wir dieses Summer-Nights-Ding kriegen. Die Lobby sieht echt schön damit aus. Mantaro sieht aus wie eine Melone. Aber zu den Themen und so ist noch nichts bekannt. Jedenfalls zum Zeitpunkt dieser Aufnahme wissen wir davon halt nichts. Das ist aber nicht das Thema, über das wir heute reden wollen, sondern, ja, Pokémon TCG. Am Samstag war ich auf, seit langem, mal wieder auf einem Pokémon TCG-Turnier. Ja, und ich werde mich demnächst halt auch wieder ein bisschen mehr mit Pokémon TCG befassen. Weil Yu-Gi-Oh! Ist halt im Moment leider, ja, haben mir nicht so Spaß. Da muss ich ein bisschen was ändern. Jedenfalls möchte ich so ein bisschen meinen Eindruck oder meine Erfahrung mit euch teilen. Und in der Hoffnung, dass noch jemand zuschaut, der halt Pokémon TCG Competitive spielt und vielleicht dann, ja, bessere Erfahrungen gemacht hat. Oder meine Frage dann, ist es gleich schlimm? Ja, ich muss leider feststellen, und das immer und immer wieder, dass bei Pokémon TCG Turnieren sehr viele unangenehme Personen, unsympathische Personen teilnehmen. Und ja, musste natürlich jetzt diesen Samstag auch wieder so sein. Das ist so ein bisschen schade, weil in Yu-Gi-Oh! Habe ich viel mehr gespielt und viel weniger schlechte Erfahrungen gemacht. Aber in Pokémon scheint das Standard zu sein. So, wir haben gewonnen. Also wie gesagt, Herrschaft läuft. Kriegen wir hin. Gute erste Partie. Ja, ich habe mit Pokémon im letzten Jahr angefangen. Und habe jetzt 4 Turniere mitgemacht. Warum es nur 4 sind, hat einen Grund. Ah, der kommt noch. Wie gesagt, die beiden ersten Turniere, die waren chillig. Nette Leute. Wir haben gespielt. Chillig, wie gesagt. Also da ist jetzt noch nichts Großartiges vorgefallen. Ab dem 3. Event wurde es dann aber ja schon auffälliger. Da habe ich das erste Mal halt gegen einen gespielt. Ja, ich weiß nicht. So sympathielos. Nur am Tryharden. Also ist ja okay. Man kann ja ruhig tryharden. Mache ich ja in Yu-Gi-Oh! Auch. Na, in Pokémon auch. Ich will natürlich gewinnen. Aber ich bin halt trotzdem ein bisschen kollegial mit dem Gegner, ne? Also, keine Ahnung. Außerdem sind die 3 ersten Turniere waren nicht mal so besonders. Das waren ganz normale kleine Turniere, wo es gar nichts mit Punkten für Worlds und so gab. Das letzte hier schon. Es gibt dir immer noch nicht das Recht. Ja, Leute mies zu behandeln. Ja, Rahmen-Map ist auch eine Zone, aber irgendwie konnten wir uns nicht durchschlagen. Damit ist die Serie vorbei, das ist schlecht. Weil wir hatten schon 2 Loses. Naja, dann geht's gleich in eine neue rein mit Minuspunkten. Oh Gott. Ja, nach dem 3. Event habe ich so ein bisschen aufgehört mit Pokémon. Also, weil, ja, ich habe so ein bisschen den Fehler bei mir gesucht. Ich dachte so, ja,
Okay, ich werde halt einfach nicht warm mit dieser Community. Und bin dann halt wieder Yugi spielen gegangen. Aber ja, jetzt mache ich halt eine Pause von Yugi und spiele ein bisschen weiter Pokémon. Ja, und muss jetzt feststellen, ich weiß nicht, die Pokémon-Community. Na, ich weiß nicht, irgendwie. Yu-Gi-Oh! Ist da viel, viel sozialer. Also, ich erkläre jetzt mal die Situation. Es ging darum, dass mir eine Karte gefehlt hat im Deck, die ich aber unbedingt spielen wollte. Das ist eine neue Mechanik und quasi powercrapped. Also heißt, ersetzt alte Karten, die damals viel schwieriger zu spielen waren. Ist halt gleicher Effekt, aber viel einfacher jetzt. Muss man spielen, wenn man halt mithalten will. So, und wie das halt üblich ist bei so einem Trading Card Game, aber natürlich die Möglichkeit, ja, die 10 andere Teilnehmer vielleicht zu fragen, oder wie viele es halt auch sind. Oh, die Map ist anstrengend, Mann. Kommen wir da gar nicht mehr rein. Jedenfalls hat man ja dann die Möglichkeit, Leute zu fragen, ob sie vielleicht diese Karte haben. In der Tat hatte die auch jemand. Na, und ich bin auch fein damit, wenn er mir sie halt verkaufen will. Also ich frage immer nach kaufen oder leihen. Eigentlich will ich sie immer kaufen, dann besitze ich sie, da muss ich nicht so drauf aufpassen, wenn was passiert, ne. Jedenfalls, ja, frage ich mal so einige Leute, na, die einen hatten sie halt nicht, fair enough, ne, ist ja auch niemand gezwungen, die Karte mitzubringen, alles fein. Aber eine hatte die dann. Und ich habe ihn halt gefragt, ja, kannst du sie mir leihen? Kann die sie auch abkaufen? Dann fragt er mich halt, ja, abkaufen ist schon okay. Für welchen Preis? Und sag ihm halt Market Price, ne? Fairer Preis. Community entscheidet, wie viel die Karte kostet. Und dann sagt er einfach so, ja, nein, keine Ahnung, ich will schon mehr haben, keine Market Prices. Ich denke mir so, Bro, was? Ja, also, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Pokémon ist weitaus billiger als Yu-Gi-Oh! Und dann verlangen die Leute horrende Preise, um eine Karte der Last Minute dir zu verkaufen oder zu verleihen. Ich glaube, es ging sogar darum, er wollte sie leihen und dafür Geld haben. So, hä? Also, keine Ahnung, das macht die Community nicht wirklich sympathisch, denn in Yu-Gi-Oh! Will ich nur mal anmerken, kommt das ständig vor, dass mal jemand kommt, so, ey, hast du vielleicht noch diese Karte? Ich brauche die jetzt noch last minute. Und dann sind immer chillige Bres da, die halt sagen, yo, kein Problem, hier, gib sie mir nach dem Turnier einfach zurück. Auch scheißegal, wie teuer die Karte ist und so, na, ob das jetzt der 30 Euro Zeus ist oder eine Engine-Karte, die in Snake Eyes gespielt wird. Die Leute sind chill. Oh nein, du kriegst mich nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass wir irgendwie an der Strafzeit hier nicht mehr dran. Ach, was ist das denn? Wo sind denn meine Leute, Mann? Warum spielst du mit dem Bogen? Okay, läuft heute nicht. Alles klar. Na, jedenfalls ist das der Punkt. Also, negative Erfahrungen bei Pokémon anscheinend gang und gäbe. Echt traurig, weil in Yu-Gi-Oh! Hast du das gefühlt gar nicht. Ja, wenn jemand dir keine Karten leihen will, dann hält er sich aus der Diskussion halt raus. So einfach ist es. Ja, gegen Ende kam dann doch noch einer, der mich gefragt hat, ob ich die Karte noch brauche. Und dann habe ich dem sie halt für einen fairen Marketpreis abgekauft. Jetzt besitze ich sie. Nur, ja, ist das halt eine sehr, sehr negative Erfahrung, die ich halt jetzt in Pokémon gemacht habe. Ist das die einzige, ne? Ich habe auch gegen merkwürdige Gestalten gespielt, ich weiß nicht, keine Ahnung. In Yu-Gi-Oh! Kommt das halt viel weniger vor, da sind die Leute halt irgendwie netter. Klar, es gibt da auch Leute, die, ja,
ein bisschen, ich sag mal, salziger werden. Yu-Gi-Oh! Ist halt auch ein salziges Spiel, ne? Also, muss man halt schon sagen, aber trotzdem kannst du halt mit den Leuten noch quatschen, nach dem Match noch ein bisschen zu reden. Und ich rede jetzt nicht mal von, also auf Locals, ja, das hast du halt deine Leute, die du halt jede Woche siehst und so, die Homies. Aber auch auf internationalen Events, auf großen Regios und so, wie zum Beispiel in den Niederlanden jetzt vor ein paar Wochen. War alles fein. Na, jeder war chillig. Und ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Da würde ich gerne mal euch fragen, falls ihr auch irgendwie ein Kartenspiel spielt, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Das bei Pokémon ist halt ja ein bisschen schade, weil das halt, ja, basically auch meine Locals sind. Ah, ich verstehe schon. Die Rahmenmap da, die ist nicht so meins. Gut, es gibt noch eine Partie. Das Coole an Herrschaft, die Matches sind so kurz, dass man halt mehrere spielt. Und ich will das Thema noch abschließen. Ja, jedenfalls meine Frage an euch. Habt ihr auch solche Erfahrungen gemacht oder ist das jetzt einfach nur bei mir so in der Gegend? Wenn ja, dann schreibt mal, wo sind Pokémon-Events, wo die Leute sozial sind. Weißt du, ich glaube halt auch immer an das Gute am Menschen. Keine Ahnung, ich bin immer tolerant, akzeptiere jeden, versuche mit jedem klarzukommen, ist auch nicht immer so, ne? Ich habe auch so meine Probleme mit manchen, aber dann gehe ich auf Distanz, ne? Dann ist es halt so. Aber, ja, keine Ahnung. Ich fühle mich da, ehrlich gesagt, also allgemein fühle ich mich, egal, ich habe ja auch schon auf Locals in Österreich und so gespielt, ne? Es ist so, als hätte ich in Yu-Gi-Oh! Ja, keine Ahnung, da habe ich schon so vieles gespielt und egal, wo du warst, ob jetzt Deutschland, Österreich, Luxemburg, da wurdest du halt immer mit offenen Armen empfangen, ne? Wenn du da halt lost bist und alleine, kommt immer irgendwer auf dich zu und quatscht mit dir, fragt, wo du herkommst, was du so spielst. Na? Pokémon, wie gesagt, habe ich ja halt auch jetzt noch nicht so. Also, Yu-Gi-Oh! Spiele ich halt über 20 Jahre. Pokémon mache ich jetzt ein Jahr, aber es ist schon traurig, dass ich bei 4 Turnieren mitmache und die Hälfte davon haben mir schon ein unwohles Gefühl gegeben. Weiß nicht, ob das ein gutes Omen ist. Kann sich natürlich bessern, ne? Meine, das will ja jetzt nicht sagen, dass das die Ratio ist, wie es so bleibt, ne? Ich war das nun mal jetzt zweimal ein Ausrutscher und ich war halt dabei. Aber trotzdem, es ist schon krass ungewöhnlich. Und wenn, das Problem ist, ich habe halt auch ein paar Tweets mir durchgelesen über internationale Leute, die viel stärker in der Community drin sind. Und die haben sich auch manchmal schon über sowas beschwert. Dabei ging es zwar mehr so um Backseat Gaming auf den offiziellen Twitch-Kanälen, wo die Leute anscheinend im Chat alles besser wissen, als die, die halt actually auf der Bühne spielen. Ja, man muss verstehen, da hat man halt auch Druck, da schauen halt Leute zu. Da darf man sich nichts erlauben, weil meistens geht es dann um was, ne, um Punkte oder ums Final. Das ist eine ganz andere Welt, als wenn man jetzt einfach auf Table 500 sitzt und man, keine Ahnung, ja, niemanden als Zuschauer hat oder so. Das ist eine ganz andere Welt, ne? Das ist wie in jedem Sport und so. Natürlich bist du da ein bisschen aufgeregter, wenn ein größeres Publikum da steht. Man weiß ja nicht, vielleicht steht ja auch ein Sponsorvertrag im Hintergrund, deshalb bist du halt noch aufgeregter, ne? Weil wenn du gewinnst, bist du dabei und wenn du verlierst, ja, Chance verpasst. Das verstehen die Leute halt, glaube ich, alle nicht. Aber ja, anscheinend ist das wohl ein Problem. Das merke ich nämlich in der Yu-Gi-Oh! Community auch nicht, wenn ich mir so ein Streamgame anschaue. Da sind die Leute auch chill. So, heute gibt es mal ein Schlusswort etwas anders. Ja, wir haben jetzt ein bisschen
zu viel geredet. Die Games waren halt echt zu kurz, aber ich muss hier Schluss machen, sonst wird das Video nicht fertig. Ja, wie gesagt, also in Yu-Gi-Oh! Fällt mir das halt auch nicht auf im Chat. Da sind die Leute chilliger. Klar, es gibt immer Leute, die halt meinen, sie wüssten es besser, wenn halt jemand eine Handtrap falsch wirft oder so. Aber größtenteils machen die Leute dann mehr so Spaß draus, als echt ernst zu sein. Also, keine Ahnung, habe ich das Gefühl, die Pokémon-Community ist toxic und es stimmt nicht? Oder sind da einige, ja, merkwürdige Charaktere dabei? Klärt mich da auf, falls ihr auch Erfahrung in Pokémon TCG habt. Und ansonsten, habt einen schönen Tag. Bis dann und tschüss.